So, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz des heutigen Spieles in der Verzahnungsrunde zwischen dem ERC Wild Kreiburg und den Erding Gladiators. Endstand 6:2 für die Löwen aus Wild Kreiburg. Ich begrüße ganz herzlich den Gästetrainer Thomas Vogel. Herzlich willkommen. Servus. Und natürlich den Heimtrainer Rainer Zirbis. Servus. So, die ersten Worte hat natürlich der Gästetrainer, Herr Vogel. Wie haben Sie die Spiele, die 60 Minuten hier in Wild Kreiburg gesehen? Ja, servus benannt. Also erstmal muss ich mich ganz offiziell hier entschuldigen, was da jetzt gerade passiert ist da draußen. Tut uns vom Verein her natürlich leid, so eine Leihkehrende zum Eishockey, keine zum Sport. Dass man die Leute erwischt und dass die ordentlich dann bestraft werden für sowas, weil das gehört einfach nicht dazu. So, jetzt zum Spiel. Ja, Wild Kreiburg war wieder mal stärker wie wir. Ja, irgendwie finden wir mir kein Mittel, dass wir gegen Wild Kreiburg irgendwie mithalten können. Wir haben zumindest heute, im Gegensatz zu dem Spiel in Erding, haben wir heute 60 Minuten lang gekämpft und alles versucht und haben wir uns nicht aufgegeben. Ja, aber im Endeffekt ist das natürlich, ich habe es alle Spiel gesehen, vollkommen in Ordnung, dass Wild Kreiburg hier 6:2 gewonnen hat. Wir müssen nach vorne schauen, unser Gegner ist am Sonntag Landsberg und wir können immer noch Vierter werden und auf das konzentrieren wir uns. Aber Glückwunsch an Rainer, an Wild Kreiburg und sorry für die Ausschreitungen lassen. Danke. Vielen Dank. Bevor wir bevor die eine oder andere Nachfrage kommt, wollen wir natürlich jetzt erst den Heimtrainer. Rainer, wie hast du das Spiel gesehen, die 60 Minuten gegen Erding? Ja, schönen guten Abend. Ich habe es natürlich ähnlich gesehen wie der Thomas. Wir haben wirklich 60 Minuten wirklich sehr, sehr gut gespielt heute. Konstant mit 4 Reihen. Jede Reihe hat auch ein Tor geschossen. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich breit aufgestellt sind. Und so jetzt auch in die entscheidenden Spiele gehen. Und heute war es wirklich so, dass wir, ich glaube, 16 Minuten wirklich Druck gemacht haben und natürlich auch in Überzahl die Tore geschossen haben, was ja auch nicht unwichtig ist, kurz vor der Playoff. Aber man merkt jetzt schon, so das leichte Zwischentief, das wir gehabt haben jetzt auch von der Stimmung, das ist wie weggeblasen. Die Mannschaft ist wirklich extrem fokussiert. Wir haben wirklich sehr, sehr gut trainiert die Woche, auch ziemlich hart. Und das konnten sie halt umsetzen und da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf auf das Spiel heute. Und ja, wie gesagt, das Wichtigste war für mich, dass wirklich alle 4 Reihen konstant gut gespielt haben und auch gescored haben. Und das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung, weil wir brauchen einen breit aufgestellten Kader in der richtigen Phase. Noch eine gute Nachricht, wahrscheinlich kommt Lukas Wagner nächste Woche auch wieder zurück. Und, der lässt sich nächste Woche noch die Schiene anpassen und der wird nächste Woche dann schon voll mittrainieren und auch den ein oder anderen Einsatz hoffe ich nächste Woche schon im Viertelfinale fahren, weil dass man Viertelfinale spielt, ist klar. Am Freitag auch ein Heimspiel und wie ich die Mannschaft kenne, wollen wir natürlich am Sonntag in Lindau gewinnen und dann, dass wir sicher Platz 1 haben und weil wir müssen jetzt ins Rollen kommen und ich glaube, die letzten 3 Spiele haben wir wirklich sehr, sehr konstant gespielt. Hat nicht alles immer so super passt, aber trotzdem war es konstant. Und heute haben wir wirklich 16 Minuten lang eine tolle Leistung abgeliefert. Und ja, wie der Thomas sagt, hat Erding natürlich uns schon gefordert. Zum Schluss war es dann auch ein bisschen so, teilweise so ruppiger, aber das gehört auch dazu. Es hat sich keiner verletzt. Ein bisschen Trash-Talk gehört dazu, aber. Das ist dann 6 Minuten vergessen, jetzt schauen wir nach vorne. Und für uns ist, wie gesagt, wichtig, für uns, wir wollen unbedingt den ersten Platz erreichen. Und dann schauen wir, wie es nächste Woche ausschaut, der Gegner. Und wie gesagt, bei der Bier letzte Woche noch fragt, ich hoffe nicht, dass es Schönheide ist.
Letzter Kenntnisstand war gewonnen, glaube ich, hinten 4-1. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ist ja auch egal, um das geht es jetzt nicht. Wollen wir bei Thomas Hummel nochmal nachfragen. Jetzt ist natürlich alles wieder vertagt um einen Spieltag nach hinten. Der kommende Sonntag ist mehr oder weniger das Tod- oder Gladiolenspiel oder Siegen oder Fliegen oder Weiterkommen. Sommerpause ist natürlich unheimlich schwierig, vor allem wenn man es nicht selber in der Hand hat. Wie motiviert man da die Mannschaft? Ja, wir haben es eigentlich seit zwei Wochen selber in der Hand und haben es seit zwei Wochen das entscheidende Spiel. Und wenn wir das gewinnen, dann schaffen wir es. Wenn wir das gewinnen, dann schaffen wir es. Im Moment fehlt uns ein bisschen, fehlt uns ein paar Körner und fehlt einfach ein bisschen die Power. Aber wir haben die Chance bis zum letzten Spiel. Zum Glück hat Miesbach auch anscheinend keine Körner mehr. Und wir sind jetzt darauf angewiesen, dass Buchloe gegen Miesbach gewinnt. Und natürlich, dass wir zu Hause gegen Landsberg gewinnen. Da gehe ich jetzt, das setze ich jetzt voraus, dass wir das schaffen. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann ist der wurscht, wie Miesbach spielt. Ja, ich bereite die Jungs. Ich habe sie nach dem Spiel gleich wieder aufgebaut. Morgen haben wir zum ersten Mal in der Saison ein Samstagtraining. Ja, es ist alles nicht so einfach. Also, ich glaube, es liegt nicht am Sonntag an den Beinen, weil morgen werden sie zum ersten Mal die Beine ein bisschen auslaufen können, dass sie am Sonntag fit sind und dass wir am Sonntag gegen Landsberg top vorbereitet sind. Und hoffen wir natürlich, dass es Buchloe auch macht. Ich werde mal den Trainer von Buchloe anrufen, ich kenne ihn ganz gut. Aber vielleicht braucht er was von dir was, ich weiß nicht. Ja, wir hoffen immer noch und die Hoffnung stirbt zuletzt und wir müssen einfach hart arbeiten und dann am Sonntag um 19.30 Uhr werden wir sehen, wo wir stehen. Rainer, meine zweite Frage wäre eigentlich gewesen, wie wichtig ist dir Platz 1? Aber das hast du schon gesagt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Da gehen wir jetzt einmal davon aus, für den Fall, man schafft es. Welchen Gegner wünscht man sich dann im Viertelfinale? Nicht Schneider, ja, ja, es gibt ja andere auf. Ja, Schönheide wäre wirklich jetzt nicht unbedingt der Lieblingsgegner. Nicht, dass wir sie nicht schlagen können, aber die Fahrt ist natürlich schon extrem. Die reden so komisch. Wenn man am Sonntagabend dann noch 6 Stunden oder 7 Stunden zurückfährt und am Montag und Flug alle arbeiten, das ist äußerst unangenehm. Da werden wir natürlich geworfen oder peißen. Ja. Das ist egal, wer kommt, aber. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und ich muss nicht unbedingt am Sonntagabend 6 Stunden so schnell Bus sitzen. Und ja, werden wir sehen, wie es am Sonntag ausgeht. Ja, dann stellen wir die Frage in die Runde. Gibt es noch irgendwie eine Frage aus dem Publikum? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünschen wir jetzt von ganzem Herzen Thomas Vogel alles Gute für Sonntag, dass es weitergeht mit Erik. Und vielleicht sieht man sich ja dann nochmal. Und Rainer, Linda, hast du es mit? Ja. 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 Ja.